Damit direkt rein ins Föhlin-Stadion. Wir machen's kurz, bringen die Partie für Sie auf den Punkt. Seligenporten in Neongrün überraschend mutig von Beginn an. Das Motto war klar: Attacke. Bastian Herzner versuchte es in Minute 20 zum ersten Mal stark gemacht. Es reichte aber dennoch nicht. Illertissen mühte sich, der Favoritenrolle gerecht zu werden. Nächste Schlüsselszene des Spiels, die 39. Minute, Freistoß FVI Sebastian Schaller. Nee, Gästekeeper Christopher Pfeiffer machte einen richtig guten Job. Er ja im letzten Spiel gegen Nürnberg aufgrund einer Halsverletzung nicht am Start. Seine Teamkollegen nach dem Seitenwechsel weiterhin am Drücker, näher dran am Führungstor als die Illertissener. 60. Minute, wieder Herzner, aber wieder kein Tor. Das sollte sich ändern. Keine 5 Minuten später, Julian Schäf, Patrick Hobsch und drin ist er. Eigentlich ganz einfach, zu einfach. Lieber FVI, das 1:0 für Seligenporten, der erste Auswärtstreffer und auch der erste Siegtreffer der Saison. Denn so sieht's aus, das Wunder vom Föhlin-Stadion. Seligenporten holt den ersten Dreier, ausgerechnet beim Tabellenfünften Illertissen.